Dead Rising 3, Folge 23, die, wo ich den Hubschrauber verschmissen habe. Wo hast du denn den hingefahren? Ferngesteuert. Mit linken Trigger und rechten Trigger startest du das Ding erstmal wieder. Und dann mit den beiden, genau, mit den beiden Analogsticks fliegst du schön durch die Gegend. Da liegt der. Mit dem rechten änderst du die Ausrichtung und mit dem linken gehst du vor und zurück zum Beispiel. Jetzt habe ich ihn irgendwo da crashen lassen. Ich glaube, ich sammle den jetzt einfach wieder ein. Dann sammel den mal ein. Und dann guck dir mal die Herausforderung hier an. Ich will aber eigentlich die Typen tot. Nein, oder? Ich habe gesagt, du sollst jetzt die Herausforderung angucken. Imperativ! Imperator-tief. Hallo. Was ist denn das? Apfel. Mit Schusswaffen, ja, das ist gerade eigentlich geht falsch. Geht denn der... Ja, aber wir können doch nicht alles verballern, weil wir brauchen das ja noch. Stimmt. Dann machen wir später. Ein andermal, komm, ein andermal wieder. Jetzt kommst du ein andermal wieder, Michi. Jetzt gehst du mal da hinten hin. Mann. Wenn man sich das mal vor Augen hält, macht das ganz viel Spaß. Ja. Leute rumkommandieren. Ach, so funktioniert Diktatoren. Diktatur. Diktatorenheit. So. Jetzt muss ich mich irgendwo hier hochstellen. Ja, stell dir aufs Auto da zum Beispiel. Vielleicht. Dann brauche ich halt auch so eine kleine... Okay. Ich meine das ernst. Vater, wir sind vollkommen außer Reichweite. So, und wie starte ich den jetzt? Linker Trigger, genau. So. Wie schieße ich? Mit X oder Y? Und den rechten Trigger, mit rechten Trigger schießt du. Ja, die richtig ja, den einen schießt da hinten die eine Richtung zusammen. Die sind bestimmt ganz schön sauer. Einer weicht da mal aus. Ja, da triffst du sie. Die rollen sich jedenfalls doof rum. Warte mal, ich schieße die ganze Zeit daneben. Ich fahre hat aber noch 10 Schuss, keine Sorge. Er steht halt auch so blöd da. Haben die jetzt meinen Hubschrauber abgeschossen? Nee, wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Dann schieß einfach mal, hast ihn noch 10 Schuss. Irgendwie zeigt auch nichts mehr an, ich glaube, der ist kaputt. Auch möglich, also die Fernbedienung hast du noch. Ihr Mistkerle. Was hab ich denn noch? Crossbow. Die Magnum hast du auch noch. Wir Darren sie jetzt einfach kaputt. Oder Dixon sie kaputt. Headshot. Man muss da nicht wirklich viel Ballistik mit einberechnen, oder? Einfach draufhalten und gut ist. Schau, nicht so aus, als würde der Pfeil da großartig in Höhe verlieren. Au. Oh, die hat aber vom Sound her ist die schon mal ganz schön awesome. Bei Schusswaffen weichen sie auch relativ oft aus, aber bei Armbrustbolzen hatten sie es irgendwie nicht so. Okay. Haben sie jetzt. Was ist denn damit? Ja, der liegt leider auf dem Kopf wahrscheinlich, deswegen ging er nicht mehr. Jetzt schneidet sie selber in die Beine. Alter! Das ist auch der Grund, warum ich damals aus der Hubschrauber-Modellbaumannschaft rausgeflogen bin. Die werden hier gerade gegessen. Das war auch im Vorgänger so, wenn die hin waren, dann standen die, glaube ich, als Zombies auch wieder auf. Gut, dass du die Vitamine vorher nicht weggeschmissen hast. Sag mal. Gut gemacht. Das dürfte klappen. Vorräte verbrennen. Mensch hier, eine prall gefüllte Einkaufsliste. Aber das war das letzte von den drei Sachen. Da ist noch rechts eine Frank West-Statue. Wo? Ah, da vorne, hast du recht. Könnt ihr bonzen mit euren Second-Screen-Sachen nämlich gar nicht dagegen an. Ich habe nämlich ein Second-Pair of Eyes, was hier mitmacht. Hier so hoch, meinst du? Warte mal, ist ein ZVK-Lautsprecher. Na? Arschloch-Lautsprecher! Ah! Jawohl. Guck mal, da liegt noch eine Biene. Hab ich die? Ja. Und ja. Na dann. Weiter im Text. Metal-Absperrung. Zwei Vorräte verbrennen noch. Was ist denn hier? Das kommt mir auch bekannt vor. Schick. Ist das ein anderer Sportwagenladen? Vielleicht. Nimm den gelben. Ich möchte noch gucken, ob hier noch irgendwas Cooles rumliegt. Pistole. Uncool. Bürostuhl, uncool, 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 uncool. Bürostuhl ist also uncool. Schere. Ich
trinke einen Soft. Trinkst gleich die ganzen Wasserspende. Kannst du übertreiben. Wenn es mal wieder länger dauert. Schnapp dir einen Wasserspender. Gut gemacht. Nimm den gelben. Der gelbe ist cooler als der rote. Nee, ich nehme den roten. Nimm den gelben! Hast du nicht richtig zugehört. Mit dem roten sieht man das Blut nicht so. Du denkst auch nicht mit. Deswegen, ja. Sieht man nicht, was man geleistet hat. Warte mal, kann ich damit irgendwas kombinieren? Nee, den Sportwagen, vielleicht mit der... Warte mal, ich guck mal kurz in die... Fahrzeugbaupläne. So, Limousine, Dampfwalze. Motorrad, Dampfwalze, Kehrmaschine, Motorrad, Limousine. Nö, das war's auch schon. Ja, komm, Motorrad mit Dampfwalze geht nicht. Limousine oder Sportwagen mit Dampfwalze geht nicht. Kommentatoren meinten übrigens, dass von mir als... Ach Mist, an der Schanze vorbeigefahren. Das von mir als Turbinengeräusch missinterpretierte Surren ist das Turbogeräusch. Könnte der Turbo sein. Das haben wir auch nicht gemacht hier übrigens. Die Herausforderung, die hier eben war. Haben wir da Zeit für? Nee, wir haben immer Zeit aber für alles. Ja. Rückwärts auch der Turbo oder was? Oh ja. Michi macht ja rückwärts von den Turbo an. Ja. Das geht schon mit dem schnellen Auto. Und los geht's. Wie viele? 150. Das wird schon knapp. Die Walze ist auch schon am geilsten, wenn man hier mit dem Motorrad vorbeikommt, ne? Vor allem, wenn man die jetzt auch noch dann anzünden kann. Will das denn dann? Ist das dann nicht irgendwie auch Feuer? Nee, das zählt dann, das ist wie ein Fahrzeug. Ja, man kriegt schon einige. Das bremst ganz schön stark. Die verfangen sich im Radkasten, die Säcke. Wenn du jetzt zurückfährst, da sind dann mehr unterwegs. Ja, wo hier auch noch. Ja, Silber. No! Ja, hier sind zu wenige. Paket. Na, ja, ich glaube, man braucht da schon die Walze. Lässt sich zu sehr abbremsen. Na dann. Aber immerhin. Der Papa ist trotzdem auch stolz auf dich. Auch wenn du die Silbermedaille hast. Oh, 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 oh. Und schon wieder zwei Attributspunkte, ich werde bescheuert. Was kaufen wir dafür? Was macht denn das? Das ist ja ganz schön. Das ist ganz schön lame. Fahrzeugschubkraft klingt aber gar nicht verkehrt. Schaden durch männlich Überlebende. Was ist denn da los? Keine Ahnung. Sprint, Wiederverwendung, Sprintdauer. Ja, mein Gott, Sprinten ist auch nicht verkehrt, ne? Rennen da ja schon oft ganz schön rum. Nicht jetzt! Nicht jetzt, das ist auch so eine geile Aussage. Soll der nochmal wiederkommen? Soll ich den nochmal nehmen? Aber nicht, nee, warum denn? Der ist voll arschlangsam. Aber hat Attitude. Ja, dann fahr mal weiter zur Mission, dann sollen wir das Ding nochmal probieren. Nee, nee, passt schon. Wenn wir jetzt Moped hier hätten, dann vielleicht oder so. Da steht Moped. Genau. Ja, dann machen wir es halt nochmal. Ohne Goldmedaille gehe ich nicht nach Hause. Früher bei diesen Sportwettbewerben auch immer probiert. Was? Geht das nicht? Stand ich nicht im geilen Winkel oder was? Nee, das kann nicht sein. Ich hab grad gesagt, muss das ein Chopper sein und kein Sportmotorrad oder was? Kann sein. Jetzt habe ich ein Chivo bekommen für. Abgefahren. Nee. Hm. Nicht möglich. Ja, krass. Dann geht's nur mit dem Chopper, nicht mit dem Sportmotorrad. Stand da noch ein Chopper. Wir müssen übrigens noch das Minibike mal bauen. Und einer schreibt irgendwie seit sieben Folgen oder so und drunter, dass wir gefälligst in den Surferladen gehen sollen, weil es da das geilste Kostüm gibt. Wenn es da eine Badehose gibt, dann bin ich schwer enttäuscht. Ich glaube, ich will dieses, was man aus diversen Trailern schon kennt, diese Borat-Bikini-Badehose-Dings. Ach, das Ding. Das habe ich oft genug im Büro an, das muss ich im Spiel nicht auch noch. Ah, ich wollte es nicht so direkt sagen, aber ja. Du verfährst an 15 Frank-West-Statuen vorbei. Or am I? Na, das ist ja hier wieder ver... Aber da oben ist eine drauf. Oder das ist auf dem Überweg, glaube ich. Ah, okay. Und dazu müssen wir... Da müssen wir nicht übertreiben, aber unten rechts ist eine, irgendwie auf dem Haus. Ah, hier ist schon richtig. Also. Da komme ich mit dem Motorrad aber eigentlich auch hoch. Dabei haben wir es doch. Da kommst du auch nicht da durch, oder? Sicher. Dann aber einen anderen Winkel wenigstens. Jetzt fahr doch. Au. Au. Das geht nicht. Die Stempel in dieser scheiß Stadt sind sogar für Motorräder unpassierbar.
Von den Proportionen ganz schön komisch, oder? Wie hoch das ist. Ja, die Betonabsperrung. Beton. Zu der anderen. Ach, guck mal, sind wir hier oben. Hier waren wir doch schon mal. Oben? Und haben uns doch dazu dumm angestellt, diese Statue zu finden. Nee, da wollten wir damals irgendwie auf diese... Ja, das ist doch, das ist die mit dem Bau, das ist auf der anderen Seite. Ja, wir wollten aber woanders hin. Wir wollten dann zu diesem Umspannwerk irgendwie oben drauf, weil da immer noch was Besonderes war. Das ist back, das sind wir so wirklich unten wurscht. Da hinten wollten wir halt drauf. Aber da war auch noch eine Statue und anderes Zeug. Siehst du, das ist jetzt nicht die gewesen. Aber da wie es. Genug Zeug. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann. Das ist echt eine Menge Zombie-Zeug. Was gibt's hier? Korrekt. 2x4. Immerhin. Also schlecht. Da! So eine Holzstange, ne? Holz. Hält, was es verspricht. Fantastic. Was ist hier? Brust und Motoröl. Ach, kann man daraus? Da bestimmt. Daraus kann man, glaube ich, was Brennendes. Oh. Ich hab ja schon eine Armbrust. Ich glaube, du musst das Motoröl, die eine Armbrust gar nicht mitnehmen. Das reicht, wenn du jetzt das Motoröl einsteckst. Genau. Mein Gott! Mit dem Revolver? Also, ich dachte gerade, das ist so geblinkt. Oh, schneller MacGyver! Gutes Timing. So. Au, Feuer heiß. Nein, brennende Irre, die versuchen mich zu essen. Weg hier, so. Was ist das denn bitte? Was ist das denn bitte? Wir sind bestimmt noch wieder, verschießen nicht alles, vielleicht sind wir Soldaten hier. Oh, guck mal. Das sind Soldaten-Zombies. Ja, die schießen wenigstens nicht. Bin ich mir nicht so sicher, ich glaube. Da vorne haben ein paar mal hier so komische Luft geschossen, weil sie halt nicht richtig drauf hatten. Boah, das macht ja voll den Flächenschaden. Ja, guck, da sind nämlich die noch. Also hier schießt nur doof rum. Soldaten-Zombie. Aber es sind noch richtige Soldaten da. Dann hätten wir nämlich Zolldaten. Oh, eine Karre hast du auch, um wieder wegzukommen. Guck mal die, da krieg ich jetzt richtig Punkte, weil die hier alle langsam abfackeln. Oh nein, nicht das schöne Auto. Ne. Ich glaube, das war falsch. Nee, das ist genau richtig. Why? Bestimmt brennbares Material. Granate in der Hosentasche gehabt. That's what she said. So, komm ich da hoch? That's what she said. Ah. Oh, da explodiert es doch bestimmt. Würde ich nicht durchgehen. Oh nein, von weitem wegschießen. Das ist wie in Half-Life. Geh nochmal darüber und schieß das kaputt. Vielleicht explodiert das Ganze. Okay. Ordentlich Sprengkraft. Was hat das jetzt? Achso, jetzt kann ich einfach hier weiter. Was ist hier noch? Laubgebläse. Stopp! Ich dachte, hä? Das haben wir die ganze Zeit schon gesehen. Der feine Herr. Ja. Tada! Irgendwo hier muss das große U sein. Das große U. Anzünden oder was? Ich glaube, die explodieren nicht, das sind Vorräte. Militärische Vorräte. Ja, schau, es brennt schon. Alles noch richtig Zeug? Gemacht. Krimskrams. Motoröl, da kann man noch eine Armbrust bauen. Unten ist ja noch eine Armbrust. Ja. Dann können wir nochmal neue Munition nachbauen. Ich hätte echt gerne was mit dem Colt gebaut jetzt. Wo war die Armbrust nochmal? Da vorne, oder? Oder nee, in dem Raum hier? Ich glaube, ich habe Bock mehr zurückzugehen. Hallo. Ist der gleich serienmäßig, oder was? Tschüss. Weg. Auf Weg. Wiedersehen. Da vorne. Mindestens ein Armbrustpfeil, oder vielleicht auch besser zwei, sollte auf Zeug hier liegt. Das ist irre, hier Herausforderungen, Statuen, ZVK-Lautsprecher, Baupläne.
alles voll. Wird das der ganze Bus voll mit Zombies? Haben's da dann gesprungen? Ins Dach meinst du? Ja. Nö. Das schon vorher gewusst. Hallo. Och nö. Hier ist ja genug drin. Waffenbauplan, tragisches Ende. Und ein lustiges Ende. Hier ist irgendwo das tragische Ende. Etage höher vielleicht. Hui, haha. Es gab im zweiten Teil diesen geilen Sägeblattwerfer. Oh yeah. Das kann ich doch jetzt schon kombinieren. Flamethrower. Geile Flammenschwert. Jawoll, ja. Jawoll, ja. Was ist denn erstens auch? Jawoll, wir haben es bei Ikea hier. Ein Softdrink und ein Hotdog. Geil. Bei Ikea ist es auch eigentlich gratis. Ich weiß nicht, wie du das da machst. Wo ist denn das? Komm ich nachher? Da geht's irgendwie die Treppe hoch. Hast du da ein Treppenhaus gesehen? Ich war nicht ganz sicher, ob es da vorne. Oder ein Treppenhaus seitlich vielleicht, so außen an der. Aua, das tut doch weh. Aua! Erstmal Haare schneiden. Rufwitschen Onkel. Alexander Tetzlaff. Hier vielleicht auf den Zaun. Der Rumpalangus zielen. Und dann da so hoch. Oder? Nee. Überzeugt mich das auch nicht. Vom Metrobus kann man da auch nicht hoch. Vielleicht hier bei den Truck. Also schon außenrum meinst du? Ja, hier über den Bus hier rechts. Lag da gerade ein Buch? Da lag ein Snack. Aber mein Gott. Ein Snack fürs Gehirn. Cool. Muss da hochkommen. Ich schaue mal hier hinten irgendwie. Bin ich da drin und dann rauf. Jetzt könnten wir sogar nebenbei mal das Missionsziel erledigen, während wir hier rumeiern. Wenn es sich aus Versehen das Missionsziel erledigt. Wenn es sich nicht vermeiden lässt. Ja, mein Gott. Mancher muss es halt sein. Nanu? Eine Katze ziehen. Unglaublich männlich er aussieht, oder? Ja. Das ist der blanke Wahnsinn. Irgendwer hier? Oh. Ui, da ist der Plan. Was zum Teufel? The fuck? No! Oh nein! Das kenne ich aus Outlast. Oh, du solltest nicht aufstehen. Sind Sie Arzt? Heutzutage eher Unternehmer. Ich hoffe, du trinkst nicht. Hier gibt es kaum noch gute Lebern. Moment mal. Leg dich hin und warte, bis du dran bist. Das ist meins! Hörst du? Sie haben das alles von den Leuten. Du kapierst nicht, oder? Man muss die Gelegenheit nutzen. Oder man verliert den Profit. Einfach. Die reinste freie Marktwirtschaft. Sie sind ein Mörder. Ich bin Geschäftsmann. Und du mein neuer Export. Sonnenschein. Hä? Wie sieht der echt, Albert? Ich bin selbst der echte Albert. Na, mach doch hinweg. Hä? What? Wie? Oh, Waffen. Ja. Nein. Sollen doch Leben retten. Nein. Nein, na. Ja, wenn ich nichts anderes hab. In der Not. Oh nein! Das auch noch. In der Not schlägt der Teufel mit Organpudern zu. Das
echt für die Dinger. Wo ist der Detective Mode, wenn ich brauche? Der greift dich nicht an. Da hinten, der sieht gefährlicher aus. Jawohl, Y plus B. Versuch's. Kranke! Durchgeknalltes Arschloch! What? Als wäre das Let's Play nicht schon anstrengend genug. Na dann. Prosit. Da nehme ich mir noch eine mit. Müsste drauf. Oh nein, das Level kippt. Mir wird gerade voll schlecht. Mir auch. Der ist es nicht. Hä? Sag mal, der an den Leuten rumsägt halt gerade. Das ist der Gefährliche. Oh, ich nehme so schnell links mit. Und where? Links. Wieder links, würde ich sagen, jetzt hier links. Nee, rechts. Da haben wir es bestimmt. Ja, da ist er. Wie geht denn das nicht sofort? Und schnell genug sein. Kann er jetzt ist er mehr oder weniger damit davongekommen, oder was? Schein, muss ihn dann erwischen ein paar Mal. Oh nein, das. Ich merke schon, wenn man das wieder schaffen will, alle zu retten, kann man den Bosskampf ungefähr 2000 Mal probieren. Was ist hier? Was ist mit dem? Das ist wahrscheinlich nicht. Nee, nee. Boah, Alter! Man rollt sich mal um, da war der echte, glaube ich. Welcher? Geh ich mal um. Wo bin ich? Rechts, links, hinter dir. Oh, der nicht gedacht. Ich muss nur warten. Na, vielleicht anscheinend auch nicht. Ja, doch, doch, es ist der echte. Aber einfach mal in den Reihen pauten. Geht auch. Jetzt Wasser. Da ist was zu mampfen noch, auch noch im Schrank da. Ich bin der Echte. Oder nicht? Bereit, wenn du es bist. Jawohl, das ist eine richtige. Hätten sie wegräumen sollen. War das jetzt? Oh ja. Ja, sieht gut aus. Nein! Nein! Das versaut meine Gewinnspanne! Sie wollen sich nur das holen, was mir gehört! Finger weg von meinem Eigentum! Meins! Nein! Nein! Ja. Okay. Guten Appetit. Ja, in der nächsten Folge ernte ich die Früchte deiner Arbeit und flirte mit Alejandra. Die ist bestimmt gerade in der richtigen Stimmung für. Ich glaube auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.